Der Gedanke hinter zu viel Zeug ist, dass wir extrem viel konsumieren, dass wir unser Konto so weit überzogen haben, dass wir einfach seit Jahren nur noch Schulden machen auf unserem Planeten und dass es einfach so nicht weitergehen kann. Erstmal Rohstoff, dann die Produktion, die Vertrieb, die Konsum und dann die Entsorgung. Und diese ganzen Aspekte haben wir dann versucht unter die Lupe zu nehmen. Die Themen Elektroschrott, die Themen Plastikmüll, Lebensmittelverschwendung, Umweltverschmutzung generell sind, glaube ich, die Hauptthemen von zu viel Zeug. Ich will euch etwas sagen zu Plastik. Plastik ist ein tolles Material. Man kann so viele Sachen damit machen. Zum Beispiel verbrennen, damit Dioxin entsteht. Es ist so schön weich. Na klar, wegen der vielen Weichmacher. Diese Weichmacher vergiften vor allem Kleinkinder, die das Zeug in den Mund nehmen. Die werden dann auch weich. In der Birne. Und wenn das Plastik über die Flüsse in die Ozeane gelangt, dann kann es dort viele hundert Jahre bleiben und schwimmen. In den Weltmeeren gibt es bereits heute 6-mal mehr Plastik als Plankton. Und zwischen Hawaii und dem amerikanischen Festland schwimmt ein Plastikteppich von der Größe Mitteleuropas. Und darum helft alle mit und kauft schön viel Plastik und werft es immer schön weg. Dann können wir noch in diesem Jahrhundert zu Fuß über den Ozean gehen. Von den USA nach China. Die Projekte selber machen wir gerne mit Kindern und Jugendlichen, um die einfach früh zu erreichen. Aber wir arbeiten generell mit allen Bevölkerungsgruppen. Wir haben uns ja entschieden, die Kunst raus auf die Straße zu tragen und nicht in der Galerie zu sitzen und zu hoffen, dass irgendjemand vorbeikommt und das vielleicht wissen möchte, was wir zu sagen haben. Wir machen Aktionskunst. Wir provozieren Menschen. Wir haben Botschaften, die wir rüberbringen müssen und haben gedacht, Kunst wäre dafür das beste Mittel. Was brauchen wir für eine Symbole für ein Projekt über zu viel Zeug? Konsum. Ja, eine Einkaufstasche. Eine absolut vollgestopfte Einkaufstasche. Wir nutzen als eine Sammelfläche, wo Leute einfach ihre Ideen da drauf schreiben. Wir versuchen in unseren Projekten die Menschen zu erreichen, indem wir ihnen kleine und einfache Lösungen anbieten. Wir versuchen besonders nicht belehrend zu wirken in irgendeiner Art und Weise oder Dinge zu verbieten, weil das gar nicht funktioniert, sondern einfach den Menschen die Augen zu öffnen, zu zeigen, was es für Missstände vielleicht gibt und dann zu sagen, es gibt aber für alles eine Alternative, es gibt einfache, praktikable Lösungen, weil es immer um das Thema Lebensqualität geht für uns in den Projekten, aber für die Menschen auch selber, um ihnen zu zeigen, wir wollen ihnen nichts wegnehmen. Wir wollen ihnen nur eine andere Art und Weise, ihr Leben zu führen, nahebringen. Das
Wichtigste bei der Arbeit von Art at Work ist der persönliche Kontakt, dass wir direkt mit Menschen sprechen, dass wir zeigen können, was wir meinen, dass wir überzeugen können, weil wir auch so leben, wie wir reden. Ziele von Art at Work sind die Dinge besser zu machen, die Menschen über ihre Wahlmöglichkeiten aufzuklären und sie mit Mitteln der Kunst dafür zu begeistern, etwas für den Planeten zu tun, immer für etwas zu arbeiten, nie gegen etwas. Was kannst du machen? Jetzt, nicht morgen, heute. Es kann nicht jeder jeden Tag die Welt retten, aber es kann jeder jeden Tag ein bisschen anfangen.